Ich Sascha Huber, will ich vorbeikommen für einen kleinen, für einen Kuss auf die, Stirn. Es gibt keinen, der so fresh reacted, immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Es geht jetzt los. Nämlich hat Inkscope, also Nico, ein neues Video rausgeballert und so viele von euch haben mich zugespammt. Reagier doch bitte auf dieses Video, denn du bist da auch mit drin. Ich dachte mir nur so, oh Mann. Dieser Moment, wenn man in einem Video von Nico ist, ich weiß nicht, ob das was Gutes zu bedeuten hat. Aber das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen mal, was da rauskommt. Oh Mann. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt bin ich echt nervös, denn ich lese ja schon MFK mit einem Pyrno-Star. Also, wenn ich in diesem Video zu sehen bin, ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten... dann bin ich... Ich weiß nicht, was ich gerade denken soll. Es ist... MFK heißt es so gut wie Mary und Kill. Also, ich glaube, das ist so die Hardcore-Version. Da gibt es ja auch Mary, Kiss und Kill sozusagen, soweit ich weiß. Aber auch da kenne ich mich nicht wirklich aus. Bin jetzt mir gespannt, was da jetzt los sein wird in dem Video. Jetzt bin ich irgendwie schon nervös. Schauen wir mal rein, Freunde. Nachfolgen. Oh Mann. Das kann was werden. Freunde, let's go. Die Sendung ist nicht für Zuschauer ohne im Venusloch geeignet. Du bist Pornostar, oder? Es fängt schon so an. Es fängt ja schon so an. Oh Mann. Nico hat immer die krassesten Gäste am Start. Heute einfach mal einen Hyno-Star. Heftig. Guten Morgen, guten Mittag, oder? Moin Meister. Bin ein bisschen durch den Wind, ich muss sagen, hier neben mir sitzt gerade ein Hyno-Star. Wie geht's dir, Hanna? Mir geht's sehr, sehr gut. Digga, Nico. Normalerweise, um kurz das Klischee vorab zu nehmen, ich wüchse nicht auf Pornos. Ich habe noch nie einen Porno von dir gesehen. Ich wüchse nur per Gedanke. Mary, fick, kühl. Ja? Ja. Glauben wir ihm das, Freunde, dass er noch nie ihn gesehen hat? Ja, gut. Wieso auch nicht? Hast du das schon mal gespielt? Es interessiert mich nicht. Und zwar werden immer drei Kandidaten vorgeschlagen. Du musst entscheiden, mit wem würdest du in die Kiste steigen. Das ist ja im Prinzip bei dir jeder. Das ist ein Spaß. Mit wem würdest du heiraten und wen würdest du, sag ich mal, warum guckst du mich so pornös an? Mich an. Sorry. Die erste Person wäre Shirin David. Oh, Shirin David, kennst du die? Okay, Freunde, was sagt... soll ich da jetzt mitraten oder wie sieht das Ganze jetzt aus? Ja, also nicht, dass mir Paulina dann böse ist, Freunde, aber ganz ehrlich, Paulina hat da einen Humor, nimmt das Ganze ziemlich locker. Also können wir durchaus gerne mitraten. Das heißt, ja, jetzt sind ja Frauen am Start. Ich dachte, sie entscheidet. Achso, Nico dann also auch, also Männer und Frauen. Also jetzt ist Nico an der Reihe sozusagen. Wen er jetzt heiraten und eben natürlich auch killen würde. So, dann machen wir mal mit. Also hier haben wir Shirin David. Zweite wäre Loredana und die dritte wäre Juju. Also ganz Juju. Also ich glaube, die sind ja alle Musikerinnen, ja, soweit weiß ich das auch, aber ich kenne da eigentlich niemanden. Also ich kenne da jetzt die Mucke nicht, wenn ich ehrlich bin. Es fällt es mir irgendwie schwer zu beurteilen. Juju, die hat da ganz leicht einen Smile drauf. Ich glaube, die könnte sympathisch sein. Also würde ich die, sagen wir einfach mal, heiraten. Da kenne ich ein Interview. Ich glaube, da habe ich mal ein Interview gesehen von irgendein YouTube-Video war da. Da ist irgendwas mal vorgefallen. Ich habe jetzt aber keine Ahnung mehr was. Kenne ich auch nicht richtig. Also da jetzt einfach mal Kill sozusagen und dann bleibt hier die über und da gibt's einen Kuss aufs linke Ohr. Also ich heirate Juju, weil Juju ist einfach... Also er wird da... kennst du nicht dieses eine Lied, wo die so singt? Wie ging es dir nochmal? Ich will das nicht. Ja, es ist gut. Bin ehrlich, Loredana sieht zwar gut aus, aber von dem, was ich von Loredana gesehen habe, no front an der Stelle, aber Loredana kommt mir so ein bisschen rüber, als würde die mich verprügeln. Bei ihr muss ich die Bilder zeigen, glaube ich. Wir haben auf Platz 1 einmal den Elotrix. Alles klar. Der war gestern auch dabei. Der mit der geistigen Behinderung. Dann haben wir einmal... Der mit der geistigen Behinderung. Miguel Pablo. Oh nein. Und oh, auf Miguel. Platz 3 den guten alten Shindy. Sorry, ne? Und Shindy. Okay, Freunde, ich mache jetzt einfach bei den Männern auch mit. Was soll's? Also ich mache jetzt da bei den Männern auch mit. Miguel würde ich einfach mal killen, hat die Aktion einfach überhaupt nicht gefeiert. Richtig scheiß gefunden im Klartext. Und dann bleibt noch Mary oder eben Kiss, sagen wir jetzt mal, über. Da hat Nico manchmal so Einblendungen hier von Elotrix. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne auch kein Video, wenn ich ehrlich bin. Aber er scheint mir richtig so ein lockerer Dude zu sein, feiert den Humor, was Nico da eingeblendet hat, zumindest was ich bis jetzt gesehen habe. Also ihn würde ich heiraten und ja, mit Shindy würde ich mich dann eben treffen, wenn man so will. Ja, ich so, ich feiere zum Beispiel über Drake. Wer ist Drake? Shindy? Würde ich knallen? Ich dachte mir, dass sie das sagt irgendwie. Keine Ahnung, wieso. Du musst öfter knallen und bei einmal knallen musst du nur einmal knallen. Also Miguel wird sie killen wollen. Du musst unbedingt heiraten. Aber ich jetzt mal. Miguel. Miguel, der mich töten.
Den willst du töten? Ja. Ja, der ist ja auch schwul. Ja, aber ich denke halt, der ist halt verbodenständig, deswegen jetzt würde ich den bestimmt. Ja, sieht auch richtig gut aus. Sein mit deinem POV-Porn, Digga, schlag doch jetzt direkt zu, Carsten, Mann, was? Warum habt ihr Sex gehabt? Naja, ich verdiene bodenständig. Mein Dödel luschert schon aus der Hose. Oh, da gleich geht's los, Spätzle mit Soße. Was? Wer ist das, Elotrix? Ist das die Einblendung von ihm? Oh, da gleich geht's los, Spätzle mit Soße. Richtig korrekter Dude. Richtig Story mit Mädels immer ganz krass, okay? Der holt ja echt Spätzle mit Soße krass aus und beschreibt es auch krass detailliert. Titten so groß, dass sie die Scheißsonne verdunkeln. Grüße gehen raus, Carsten, bester Mann. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den nächsten drei Kandidatinnen. Da fangen wir an, einmal mit Jana Riva. Dann haben wir noch Ylena. Alles klar, Ylena, alles Ylena. Klar hier. Okay. Und die gute Hanna. It was at this moment that knew. War das Hanna? War das Hanna? Oh, was? Egal, was ich jetzt sage, ich bin auf jeden Fall nur weh. Also ja, was sagt er jetzt? Da bin ich jetzt gespannt. Also, ja, ich würde, sagen wir mal hier, das ist immer ein scheiß Gefühl jetzt irgendwie. Sieht ganz bodenständig aus. Also, auch hier kenne ich wieder niemanden. Also, so richtig, nur von den Videos natürlich. Die würde ich heiraten. Scheint eigentlich ziemlich so, ja, ganz gechillt zu sein. Hanna würde ich, glaube ich, killen und Ylena bekommt ein Treffen und das war's. At this moment, he fucked up. Das ist krass unfair. Egal, was ich jetzt sage, ich bin auf jeden Fall nur weh. Also genau, also egal, was jetzt Nico sagen wird, kommt er jetzt nicht mehr gut raus aus dem Spiel. Er kommt da jetzt nicht mehr gut raus. Ich würde dich, glaube ich, wegflexen. Unangenehm, unangenehm. Der Blick hier, wie er ihre Reaktion jetzt abwartet. Schau mal, was sagt sie eigentlich? Einmal. Bin ich gut? Ja, schlag zu, Nico. Das ist schwierig, weil Ylena spricht mich. Warte mal, also finden es beide gut? Alles klar. Mehr an. Aber die ist so dumm. Und Jana ist halt intelligenter. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. 6. Ich heirate Jana und ich kill Ylena. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Auch letzte Runde für dich. Wir fangen an mit Prinz Markus. Dann haben wir Sascha Huber. Und genau das dachte ich mir. Ich dachte mir, dass ich genau da jetzt angebaut werde. Alles klar, aber habt ein gutes Foto hier gewählt. Ja, muss ich schon sagen. Und als Geheimfavorit wird gehandelt Knossi. Knossi! Also, eigentlich müsste ich ja jetzt selbst ja auch mitraten. Also, ich sag mal so, Freunde, wen haben wir? Prinz Markus würde ich killen, ja? Dann ist, schau mal. Dann ist jetzt noch Knossi oder ich. Und ganz ehrlich, ich würde einfach Knossi heiraten. Knossi würde ich heiraten. Und ja, nachdem ich mich ja selbst sehr gut kenne, weiß ich genau, was ich mit mir selbst anstellen würde. Just kidding, Freunde. Weiter geht's. Ja, den ich knallen? Weil der sieht geil aus. Sascha! Alles klar! Knossi, alles klar! Der ist ja schon vergeben. Genau, müsste er sich halt trennen, müsste ich ihn dann heiraten halt, weil Markus muss ich auf jeden Fall killen. Was? Ihr findet uns jetzt noch auf einer anderen Plattform im zweiten Teil. ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet den Daumen im linken Venusloch durch, oder? Im Venusloch. Und im linken Venusloch! Falls ihr bei Hannah noch nicht vorbeigeschaut habt, dann würde ich euch jetzt auf jeden Fall empfehlen, es nicht zu tun. Und jetzt verpisst euch! Oh Mann! Was soll ich dazu noch sagen, Freunde? Also, ich nehme das Ganze jetzt mal einfach mit einem höflichen Dankeschön auf. So. Weiß ich, was ich sagen soll. Ich bin auch mal sprachlos hin und wieder, Freunde. Soll auch vorkommen. Aber ihr wisst ja, ich bin ja glücklichst vergeben. So, und das Ding ist, Freunde, ihr habt mir auch zugeballert, dass Unge auch auf das Video reagiert hat. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was Unge da zu dieser Szene von mir eben gesagt hat. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist richtig unangenehm. Das ist gerade richtig unangenehm, wenn man sich von sowas von sich selbst anschauen, anzieht. Hier die Passage, schauen wir mal. Hier geht's los. Auch letzte Runde für dich. Wir fangen an mit Prinz Markus. Oh, jetzt kommen wieder die Männerrunden. Prinz Markus, okay. Dann haben wir Sascha Huber und als Sascha Huber ist mir aber sympathisch, muss ich sagen. Der redet sehr nett, der kommt mir auch sehr bodenständig rüber. Ja, ich weiß, Sascha Huber ist auf jeden Fall, den könnte ich mir vorstellen zu heiraten. Ja, Unge, wann ist es soweit? Favorit wird gehandelt, Knossi. Oh, Knossi. Aber Kuss geht raus, vielen Dank für die netten Worte. Ich auch. Also ja, dann ist die Entscheidung relativ leicht, weil auf jeden Fall Prinz Markus wird gekillt. Knossi? Alles klar. Dann würde ich Knossi heiraten. Ja, ja, wahrscheinlich wieder Knossi. Dann würde ich Sascha Huber würde ich vorbeikommen für einen kleinen für einen Kuss auf die, auf die Stirn. Widerlicher Kuss rechts, links. Oh Mann, Freunde. Es ist so richtig unangenehm, sowas anzuschauen. Aber ja, Kuss geht zurück auf die Stirn, beziehungsweise aufs linke Ohr. Ja, Freunde, das wollten wir uns nochmal anschauen. Ja, das war jetzt die unglaubliche, unangenehme Folge wieder mal mit InScope, wenn er mich einbaut. Holy Moli. Aber Kuss geht raus an Nico und natürlich auch an Unge. Kuss auf die Stirn.
Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.